Mädel. Schönen guten Morgen. Einen reizenden Blumenladen haben Sie hier. Vielen Dank. Was kann ich für Sie tun? Ich bin bestrebt, meiner alten, kranken, betagten Mutter einen Blumenstrauß zu besorgen. Wissen Sie, die Ärmste geht kaum noch raus und sie hat ja sonst keinen. Ach, das tut mir leid zu hören. Welche Blumen mag die gute Frau denn gerne? Irgendetwas Christliches wäre gut. Können Sie etwas empfehlen? Christliche Blumen... nun ja... Das klassische Gänseblümchen steht sinnbildlich für Reinheit und Bescheidenheit. Das wäre Teil dieses Gesteckes hier. Also sowas kann ich mir ja auch auf dem Tempelhofer Feld pflücken gehen. Was haben Sie noch? Hier hätte ich noch eine wunderschöne Kombination aus Nelken, Wicken und Osterglocken. Nelken, Wicken, Osterglocken. NWO! 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 Ich hab's gewusst. Sie stecken da auch mit drin. Sie und alle anderen. Ihr wollt mich. Ihr verfolgt mich, aber ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Hier sind doch irgendwo Wanzen versteckt. In den Blumen, in den Vasen. Halt! Was machen Sie denn da? Bitte lassen Sie das doch. Ich lasse gar nichts, wenn ihr mich nicht lasst. Jetzt reicht es! Stopp! Hören Sie doch bitte auf! Das wird alles ein Nachspiel haben. Real, physisch. Ich muss weiter, ich muss mich vorbereiten, ich muss... Das schöne Laden. Blumen. Alles zerstört und kaputt. Und so beginnt es, unser neuestes Abenteuer der drei Fragezeichen. Die bemitleidenswerte Blumenverkäuferin, die in ihrem Leben weiß Gott schon genug durchgemacht hatte, wurde von dem unheimlichen Wüterich völlig traumatisiert zurückgelassen. Doch wer war der Unbekannte? Wovon hatte er noch gleich gesprochen? NWO? Einem alten Knaben wie mir sagt das natürlich nichts. Aber wenn jemand aus diesen spärlichen Hinweisen einen richtigen Fall konstruieren kann, so sind es gewiss die drei Detektive. Justus, Peter, könntet ihr beide vielleicht etwas leiser sprechen? Wie soll ich mich denn ordentlich um Recherchen und Archiv kümmern, wenn hier so eine Unruhe herrscht? Bob, das ist wichtig. Es handelt sich hier um höchst brisante Informationen, die Peter hier von sich gibt. Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Letzten Endes dreht sich einfach alles nur ums Lane. Wie man zum Ziel kommt, spielt dabei keine Rolle. Moral und innere Werte selbstverständlich auch nicht. Das klingt ja sehr vielversprechend. Und wie heißt jetzt dieser weise Meister der Verführung? Marco Polo. Das ist ja wohl der dümmste Name, den man sich ausdenken kann. Ach, ihr seid doch nur neidisch, weil ihr bisher nur Kriminalfälle geclosed habt und keine Weiber. Aber mal was anderes. Wieso blinkt denn unser Anrufbeantworter? Wir waren doch alle da. Ach so, ich hatte das Telefon leise gestellt, weil ich arbeiten wollte. Hört doch mal das Band ab. Warum ist denn keiner im Büro? Verdammte Drecksplagen. Das war Alfred Pitchcock. Der klang aber sauer. Wir sollten ihn schnell zurückrufen. Ich übernehme das. Ja, hallo? Metal Mr. Pitchcock, Justus hier. Drehen Sie wieder einen Film? Ja, so ähnlich. Entschuldigt mich kurz. Schluss jetzt, das hier ist wichtig. Geh dir ein bisschen Koks holen oder so. Also, bin ich auf Lautsprecher? Ja. Was könnt ihr mir über die NWO erzählen? Ist das nicht eine Hip-Hop-Crew aus Compton? Die NWO ist das Kernelement einer weit verbreiteten Verschwörungstheorie. Sie besagt, dass diverse gesellschaftliche Eliten insgeheim das Ziel verfolgen, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten. Warum fragen Sie uns das, Mr. Bitchcock? Meine Freundin Gina, sie heißt eigentlich Michaela Schäfrath, hat mich letzte Nacht völlig aufgelöst angerufen.
Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat gestern ihren Blumenladen in Berlin-Tempelhof völlig verwüstet und dabei zusammenhangslosen Nonsens von dieser NWO von sich gegeben. Ich halte diese Theorien für absoluten Quatsch. In meinen bisherigen Recherchen konnte ich nicht einen stichhaltigen Beweis für die NWO oder die Existenz von sonstigen Geheimgesellschaften finden. Wie dem auch sei, ich habe Gina Hilfe zugesagt. Ihr müsst den Übeltäter dingfest machen. Und vielleicht findet ihr ja auch noch mehr über seine Wahnvorstellungen heraus. Das heißt, wir müssen nach Berlin? So ist es, Peter. Sobald ihr da seid, wird sich mein Kontaktmann vom LKA bei euch melden. Ich habe nun zu tun. Viel Erfolg bei den Ermittlungen. Tja, Kollegen, sieht ganz so aus, als müssten wir mal wieder Morten mobilisieren. Ach, Justus! Hast du nicht was vergessen? Richtig, der ist ja in der Entzugsklinik. Aber wie sollen wir denn sonst nach Berlin kommen? Unsere Kassen sind leer. Justus hat alles für sein neues Detektivset ausgegeben. Warum war das eigentlich so teuer? Das hatte seine Gründe. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Morten da rauszuholen. Justus, wenn uns dabei jemand erwischt, sind wir geliefert. Wir brauchen Morten, Peter. Am besten gehen wir direkt los. Justus, ich bin immer wieder ob deiner kriminellen Energie erstaunt. Packt eure Sachen, Jungs. Wir treffen uns gleich an den Fahrrädern. Mädeljungs, hab etwas länger gebraucht. Sorry. Was schaut ihr denn so düster drein? Sieh doch selbst, Peter. Jemand hat unsere Reifen zerstochen. Es ist fast so, als würde uns jemand gezielt daran hindern wollen, diesen Fall zu übernehmen. Das kann ja nur diese NWO gewesen sein. Ich habe es euch doch schon mal gesagt. Das ist ein Märchen. Ein Hirngespinst von ein paar Fanatikern. Eventuell finden wir in der Nähe einige Hinweise auf den Täter. Ich glaube... Schau mal einer an. Der Schwabbel und seine beiden Schoßhunde. Fatty Norris! Hey, warst du das etwa? Unsere schönen Fahrräder. Oh, könnt ihr jetzt keine Detektive mehr spielen? Wie schade. Wir wissen, dass du es warst. Beweist mir, Etzeler, dass ich nicht den ganzen Morgen mit meiner Freundin in der Sauna war. Beweist, dass ich keine Freundin hab. Und beweist, dass... Fatty, was geht? Oh nein, Kommissar Müller. Wir zwei haben noch ein Hühnchen zu rupfen, mein Freund. Gut, dass Sie da sind. Wir glauben, dass Fatty Norris unsere Räder beschädigt hat. Das wird wohl sein geringstes Problem sein. Mir liegen zahlreiche Anzeigen wegen Ruhestörung, Androhung von Gewalt und sexueller Belästigung vor. Von den Exhibitionismusvorwürfen will ich hier gar nicht sprechen. Dazu müssen Sie mich erstmal kriegen. Hey, bleib stehen! Ich lasse dich einweisen! Dass der immer noch frei rumläuft, ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Wie kommen wir jetzt zur Klinik? Da kommt gerade dein Onkel mit dem Pickup. Kann er uns nicht fahren? Gute Idee, ich frag ihn. Hey, Onkel Titus, würdest du uns zum André-Teilzeit-Klinikum fahren? Da, wo die ganzen depressiven, arbeitslosen, genderqueren Vollspastis eingesperrt sind? Sozusagen. Haben die so spät noch Besuchszeit? Ja, heute ist da Spieleabend. Wir würden gerne unseren Freund Morten besuchen. Er ist so einsam dort. Ach ja, Morten. Seit er weg ist, ist der Drogenmarkt völlig eingebrochen. Klar, fahre ich euch. Alles aussteigen, wir sind da. Richtet Morten schöne Grüße aus. Machen wir. Danke fürs Fahren. Da ist aber heute nicht wirklich Spieleabend, oder Zweiter? Quatsch. Die machen doch um 8 die Türen dicht, damit die Kloppis nicht abhauen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Nun, wir könnten ein Feuer legen. Wenn das Personal ausrückt, schleichen wir uns rein. Hinter diesen Fenstern ist die Krankenstation. Da gibt es definitiv Feuermelder. Justus! Kann dabei nicht jemand verletzt werden? Du denkst zu viel nach, Peter. Zum Glück habe ich etwas Brandbeschleuniger in meinem Detektivset. Wow. Es funktioniert. Die ersten Menschen werden schon evakuiert. Schnell, rein da. Weißt du, wo Mortens Zimmer ist, Justus? Jo, ich habe ihn mal besucht. Hier lang.
Wer ist da? Madel, Morten, wir sind es. Wir holen Sie hier raus. Mir geht es doch gut hier, sagen zumindest die Pfleger. Kommen Sie mit, es gibt Arbeit. Meinetwegen, mir ist sowieso alles egal. Wo ist Ihr Rolls-Royce, Morten? Auf dem Parkplatz hier. Die Schlüssel haben Sie mir abgenommen. Das macht nichts. Ich werde den Wagen kurz schließen. Jetzt schnell raus hier. Berlin, Ankara. Das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wurde durch ein Video eines offenbar geistig verwirrten Mannes weiterhin belastet. In besagtem Clip wettert ein Hartz-IV-Empfänger gegen den Islam und die Türkei im Allgemeinen. Türkische Medien berichten. Morten, dieser Fahrstil sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Morten, selbst ich finde, dass Sie ruhig etwas schneller fahren könnten. So apathisch habe ich Sie noch nie erlebt. Andererseits haben wir ihn auch generell noch nie völlig nüchtern erlebt. So geht das nicht weiter. Morten, fahren Sie rechts ran. Ja, klar. Morten, ich habe hier in meinem Detektivset etwas Motivationspulver für ganz besondere Situationen wie diese hier. Ich schlage vor, dass wir Ihren momentanen Zustand damit behandeln sollten. Ist das etwa... Bezeichnungen, chemische Formeln, das spielt doch alles keine Rolle. Nehmen Sie's. Justus, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Er wurde doch nicht umsonst eingewiesen. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, Peter. Eigentlich fühle ich mich gerade auch etwas demotiviert. Morten, könntest du mir vielleicht etwas übrig lassen... Nichts für ungut. Ich bin wieder da. Lasst uns fahren. In einer rekordverdächtigen Zeit erreichten die drei Fragezeichner die Bundeshauptstadt und wurden zum Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm gebracht. Mit wem sie letzten Endes zusammenarbeiten würden, war ihnen nicht bekannt. Also meldeten sie sich am Empfang. Nachdem die Empfangsdame Peters Annäherungsversuche erfolgreich abgewehrt hatte, schickte sie die drei Detektive in einen Wartebereich, wo sie nun auf den sogenannten Kontaktmann warteten. Peter, ich finde, du übertreibst es etwas mit dieser Pickup-Geschichte. Übung macht den Meister, mein lieber Kollege. Außerdem, habt ihr nicht bemerkt, wie sie mich die ganze Zeit angestarrt hat? Peter, die hatte ein Glasauge. Was ist das? Mädel, Jungs. Kommissar Kalli! Lange nett gesehen, ihr Pappnasen. Ein heißes Gefährt haben Sie da. Tja, Jung, da staunst du, wa? Nachdem wir den Fall in Emskirchen gelöst hatten, gab es eine ordentliche Beförderung und dat. Oh Gott, erinnern Sie uns nicht daran. Da, guck, goldene Felgen, hä? Hä, guck. Und wie kommen Sie nun nach Berlin? Das LKA hat bundesweit Unterstützung angefordert und ich habe inzwischen meinen Ruf für, naja, ich sag mal, unübliche Fälle. Folgt mir, ihr Masken, wir gehen in mein Büro. Rollen meinen Sie wohl? Mädel. 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 Jungs, darf ich kurz vorstellen, das ist Franzi Winkler, Praktikantin und Hobbydetektivin. Winkler? Nicht verwandt, nicht verschwägert. Puh, Glück gehabt. Seit wann nehmen Sie denn Praktikanten an, Kalli? Ach, hör bloß auf, das ist diese Frauenquote. So auch kommen kann. Unsere Frauenbeauftragte hat mich ermutigt, mich um dieses Praktikum zu bewerben. Außerdem bin ich Mitglied der drei Ausrufezeichner. Unser Motto ist 1, 2, 3, Power! Oh, das ist jetzt nicht wahr. Also ich finde es total super, wenn sich Frauen in Männerdomänen trauen. Du bist auch sicher eine ganz tolle Detektivin und klug. Baggerst du mich gerade an? Außerdem machst du mir die Komplimente doch nur, weil ich eine Frau bin.
Hast du Lust, die Tage mal was gemeinsam zu unternehmen und uns kennenzulernen? Ich finde dich überragend. Peter, lass gut sein. Ihr Cis-Männer widert mich so an. Sitzt da auf eurem hohen Ross, mansplaint mir, wie ich meinen Job machen soll. Wer sagt denn irgendwas von Mansplaining oder so? Bekommt wegen diesem fucking Pay Gap auch noch viel mehr Kohle als wir? Eigentlich ermitteln wir immer kostenlos. Und wollt jegliche feministische Entwicklung unterdrücken. Jetzt ist mal gut hier, wa? Püppchen, beweg deinen süßen Hintern in die Kaffeeküche und mach mir erstmal eine schöne Latte. Hä? Klar? So, jetzt wo die Frauenquote weg ist, mal zu was Wichtigerem. Ihr wisst, warum ihr hier seid. Ja, Mr. Bitchcock erzählte uns von dem psychisch auffälligen Mann in dem Blumengeschäft. Wenn ihr mich fragt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich bin der Meinung, dass an dieser NWO-Geschichte mehr dran ist, als die meisten denken. Sie glauben doch nicht etwa auch dran, oder? Nun ja, ich versuche unvoreingenommen an die Sache heranzugehen. In der Stadt tauchen vermehrt NWO-Schriftzüge an den Wänden auf. Jerusalem wird als Hauptstadt Israels anerkannt. Und nun läuft auch noch ein vermeintlich Irrer durch die Stadt und fühlt sich durch diesen Geheimbund verfolgt. Ich bin auch dazu geneigt, keine Möglichkeit auszuschließen. Wir brauchen aber definitiv mehr Hinweise und sollten den Tatort aufsuchen. Ich schreibe euch die Adresse auf. Das ist nicht weit von hier. Circa 10 Minuten mit meinem Rolli. Auf geht's, Kollegen. Verschwenden wir nicht noch mehr Zeit. Wollen wir nicht auf Franzi warten? Sie hat mir ihre Nummer noch gar nicht gegeben. Mädel! Verzeihung, wir wollten Sie nicht erschrecken. Das ist nicht Ihre Schuld. In letzter Zeit bin ich einfach nur sehr schreckhaft. Sie spielen auf den Vorfall an, richtig? Ach, ihr wisst davon? Allerdings. Wir sind die drei Fragezeichner. Detektive im Auftrag von Mr. Bitchcock und dem LKA. Und wir sind sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Hier ist unsere Karte. Die drei Fragezeichner. Wir übernehmen jeden Fall. Justus, Peter... Das bin ich! Und Bob. Na, da bin ich mal gespannt, wie ihr mir helfen könnt. Woher kennen Sie Mr. Bitchcock, wenn ich fragen darf? Ich habe vor Jahren in einigen seiner Filme mitgespielt. Und nun ja, wir hatten auch privat eine Zeit lang miteinander zu tun. Verstehe. Bei uns sind Sie jedenfalls in den besten Händen, Frau Chefrat. Nenn mich ruhig Gina. Gina. Frau Chefrat, ich würde mit Ihnen gerne nochmals den Tathergang besprechen. Ja, gerne. Er war eine hagere Gestalt, fast wie eine Art Kobold. Er stand hier drüben. Hey Peter, sag mal, baggerst du ernsthaft diese verbrauchte Alte an? Komm schon, die ist doch nicht mal 50. Es ist aber doch keine Kunst, jemanden zu layen, wie du sagst, der offensichtlich sehr leicht zu haben ist. Du verstehst das Prinzip von Karma nicht, Bob. Wenn ich fleißig Karma-Punkte sammle, werde ich irgendwann dafür entlohnt und schleppe eine richtige Topmulle ab. Das kann echt nicht dein Ernst sein. Psst, sie kommen wieder zurück. Ich konnte leider nichts Neues herausfinden, Jungs. Keine Spuren, keine neuen Informationen. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Als er fluchtartig das Geschäft verlassen hatte, blieb er noch eine Weile vor dem Plakat da draußen stehen. Das sollten wir uns ansehen. Danke für Ihre Hilfe, Gina. Gerne. Macht's gut. Auf Wiedersehen, Peter. Ruf mich an! Hier neben dem Transporter ist ein Plakat. Schachak Shapira. German Humor. Sind das Bissspuren hier am Rand? Irgendwas daran scheint unseren Verdächtigen sehr wütend gemacht zu haben. Hat denn einer von euch schon jemals von diesem Schachak gehört? Er ist eine Art Entertainer, der sich vor allem oder besser gesagt ausschließlich durch seine jüdische Herkunft definiert. Außerdem soll er sehr lustig sein. Das würde ja wiederum zur Theorie der jüdischen Verschwörung passen. Seht mal, heute ist die letzte Aufführung des Programms in einem Club in der Nähe. Wir sollten da hingehen. Beeilen wir uns besser. Es hat schon angefangen.
Hier ist ja überhaupt niemand. Sind wir etwa zu spät? Nein, eigentlich müsste das Programm erst eine halbe Stunde laufen. Seht mal, da ist auch jemand auf der Bühne. Es sind aber nur zwei Zuschauer da. Und dann habe ich gesagt, es war Adolf Hitler. Der hat sich deinen Kommentar und deine Rechtschreibung angesehen und sich dann vergaß. Buh! Buh! Oh, das konnte doch nicht so ernst sein. Ich habe ja gewusst, dass Deutsche generell nicht lustig sind, aber der Typ hat sogar für einen Piefke überhaupt keinen Schmäh. Schau, dass du heimkommst, du Gespritzter. Und wir schauen, dass wir heimkommen. Da haben wir wenigstens eine stabile Regierung. Das war ja fürchterlich. Hast du nicht gesagt, er wäre lustig, Dritter? Da bin ich von einer fatalen Fehlinformation auf dem Lein gegangen. Hey Jungs, Hammer Show, oder? Ihr wollt bestimmt ein Autogramm. Nein, danke. Wir sind die drei Detektive und ermitteln in einem komplizierten Fall. Hier ist unsere Karte. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Wofür steht denn bitte dieses Fragezeichen? Doch nicht etwa für die Judenfrage? Oh Mann. Wir hätten einige Fragen an Sie. Dies war ja nicht Ihr erster Auftritt in diesem Club. Haben Sie bei Ihren bisherigen Shows irgendwas Auffälliges bemerkt? Ich denke hier speziell an die Zuschauer. Tatsächlich scheinen die meisten Zuschauer meinen Humor nicht zu begreifen. Und andere sind so verklemmt, dass sie einfach nicht lachen. Ich dachte mehr an auffälliges Verhalten. Meine Security musste vor einigen Tagen einen durchaus verhaltensauffälligen Mann abweisen. Ja? Um was ging es denn da genau? Anscheinend wollte er mich sprechen. Meinte, ich wäre ein Führungsmitglied irgendeines Geheimbundes. Der hat ziemlich Randale gemacht. Die NWO? Gut möglich. Als er nicht reinkam, brüllte er irgendwas von wegen Islam konvertieren. Und verschwand. Das wird ja immer abstruser. Gibt es hier in der Nähe eine Moschee? Das kann ich euch nicht sagen, aber was hattet ihr von folgendem Sketch? Ein Rabbi, Flair und Hitler treffen sich... Halt doch mal die Fresse, Schachak! Bob! Lass uns verschwinden. Wiedersehen, folgt mir auf Twitter. Bob, so kennt man dich ja gar nicht. Oh, tut mir leid, das war einfach zu viel. Nachvollziehbar. Lasst uns nun herausfinden, wo es hier in der Nähe eine Moschee gibt. Zwei Straßen weiter gibt es hier etwas. Antalya Grill und Moschee. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Herzlich willkommen im Antalya Grill und Moschee. Hey, Sie kenne ich doch. Das ist der freundliche Gastwirt aus Emskirchen. Sieh mal eine an, die Helden von Altschauerberg. Wie sind Sie denn bitteschön hier gelandet? Ach, das ist eine lange Geschichte. Niemand wollte mehr im alten Antalya Grill essen, weil bekannt wurde, dass dieser Winkler ein Stammgast war. Und wie es der Zufall will, wurde unlängst eine interessante Position im Abushaka-Clan frei. Da habe ich nicht lange gezögert. Ha, verrückt, wie das Leben so spielt. Und was hat es mit der Moschee auf sich? Die führe ich nebenher, um das Finanzamt zu bescheißen. Na, da wollen wir mal ein Auge zudrücken, wenn Sie uns weiterhelfen können. Wir suchen einen Verrückten, der vor kurzem zum Islam konvertieren wollte. Ich weiß genau, wen ihr meint. Vor wenigen Tagen kam dieser Irre hier weinend an, erzählte irgendwas von marokkanischen Wurzeln und dass er den Rückhalt der islamischen Gemeinde bräuchte. Dabei hat er doch vor kurzem dieses unmögliche Video veröffentlicht, das sogar in den türkischen Nachrichten kam. Hey, davon haben wir doch im Radio gehört. Ich habe ihn dann natürlich zum Scheitern gejagt. Hat er irgendwelche Spuren oder Gegenstände hinterlassen? Irgendwas? Bei dem Gerangel ist sein extrem minderwertiges Lidl-Hemd auch zerrissen. Ich habe es dann im Hinterhof in der Tonne entsorgt. Der Müll wurde noch nicht abgeholt, falls es euch interessiert. Das würde ich mir gern mal ansehen. Kommt mit, Jungs. Ich habe wirklich keine Lust, im Dreck zu wühlen. Geht ihr mal alleine. Hey, Dönermann. Wer ist denn diese langhaarige, rassige Frau an dem Tisch dort hinten? Die, die uns den Rücken zugewandt hat? Ja, genau. Das ist Katrina. Seitdem ich den Laden habe, kommt sie hierher. Wird sie oft angesprochen? Nein, eher nicht. Das klingt nach einer Herausforderung. Okay, Peter, Zeit für den Signature-Move.
Hi, sorry, du bist mir gerade aufgefallen. Du hast einen überragenden Style. Siehst echt mega Hammer aus. Oh, vielen Dank. Das höre ich nicht oft. Ich muss dich aber enttäuschen. Ich stehe nur auf Frauen. Besonders auf solche, die mir meinen gewaltigen Prügel blasen. Oder bist du etwa trans? Ich würde... Also es ist vielleicht... Peter, ist es möglich, dass du da gerade einen Mann im roten Kleid anbaggerst? Glückwunsch, du hast dich gerade eines transfeindlichen Hassverbrechens schuldig gemacht. Wie unsensibel von dir, Bob. Das ist offensichtlich eine Transe. Transe? Ich habe Leuten für diesen Ausdruck schon den Kiefer gebrochen. Um Gottes Willen, er zieht eine Knarre! Sie! Verdammt nochmal! Sie zieht eine Knarre! Was haltet ihr von meinem 9mm Vergewaltigungsschutz? Raus hier, Jungs! Lauft! Jetzt habe ich aber genug! Ich verfluche dich, Marco Polo! Sieht so aus, als hättest du deine Lektion gelernt, Zweiter. Vielleicht baut dich das wieder auf. Wir haben in den Taschen des zerfetzten Lidl-Hemds Entlassungspapiere aus dem Institut für Forensische Psychiatrie gefunden. Super, dann haben wir ja unseren Mann. Leider noch nicht. Wir haben nur eine Patientennummer. Der Teil mit dem Namen fehlt. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Ja, ja, wir müssen mal wieder irgendwo einbrechen. Hallo? Morten, hier spricht Justus. Sie müssen uns abholen. Der Jesus ruft mich an. Oh Mann, das Zeug haut wirklich gut rein. Nein, Justus ist dran, Morten. Es wird gleich dunkel und wir müssen dringend zur Forensik. Oder sollen wir sie wieder einliefern lassen? Sehr gut, bin unterwegs. Schick mir die Adresse. Da wären wir. Ich frag am besten gar nicht, was ihr hier wollt. Danke fürs Fahren, Morten. Und jetzt noch viel Spaß beim Feiern. Vielleicht bleibt ja diesmal was für mich übrig. Verlass dich nicht drauf. Wieder ganz der Alte, unser Morten. Wie kommen wir denn jetzt rein? Am besten ohne, dass die Feuerwehr an Großalarm ausrufen muss. Das wird nicht nötig sein. Seht ihr die Feuertreppe da drüben? Darüber kommen wir bestimmt zu einem Notausgang. Und unser Zweiter hier ist doch ein Meister mit dem Dietrich. Gut beobachtet, Bob. Voila! Gute Arbeit. Rein da! Seid aber auf jeden Fall leise. Ich will keinen Irren über den Weg laufen. Lasst uns mal diesen finsteren Gang entlang gehen. Was war das? Ich kann deine Fotze riechen. Keine Sorge, Peter. Die sind doch bestimmt alle in ihren Zellen eingesperrt. Seht mal, hier ist das Archiv ausgeschildert. Wir müssen nach links. Hast du bewusst unterschlagen, dass laut dem Schild der Hochsicherheitstrakt ebenfalls in diese Richtung zu sein scheint? Wo denkst du hin? Kommt jetzt weiter, ich leuchte mal mit dem Handy. Hier ist es ja stockfinster. 15, 10, 14. Was ist das? 16.8, 9. Das ist direkt hinter uns! 4. Nein, das kam aus diesem Zimmer hier. Ist da jemand? 15, 10, 14, 88, 16.8, 9, 1, 4, 4, 8. Ja, er steht direkt vor uns. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Arbeiten Sie hier? Sagen wir so. Ich bin schon ziemlich lange hier. Was waren das für Zahlen, die Sie vor sich hingesagt haben? Ich? Wenn du schon anfängst, Stimmen zu hören, solltest vielleicht lieber du hier eingewiesen werden. Hören Sie, wir müssen dringend zum Archiv.
Warum sagt ihr das denn nicht gleich? Hier, die zweite Tür links. Danke, wir müssen dann auch weiter. Besucht mich mal wieder. Los, nehmen wir, was wir brauchen, dann raus hier. Meine Nerven liegen blank. Hier steht ein Aktenschrank mit der Aufschrift Patientenakten. Aber er ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Woher sollen wir denn die Kombination wissen? Das könnte alles sein. Versuch's doch mal mit der Berliner Vorwahl. 030. Nein, das ist falsch. Das wäre auch zu einfach. Das ist es. Die Zahlen, die wir im Gang gehört haben. Meint ihr, jemand versucht, uns zu helfen? Das kann ich dir nicht sagen. Gib mal ein 1510 1488 16,8 8 1 4 4 9. Das war auch falsch. Die letzten 5 Ziffern müssten auch 9 1 4 4 8 lauten. Es ist die Postleitzahl von Emskirchen. Woher weißt du das, Peter? Die süße Maus aus dem Erlengrund schreibt mir ab und an Liebesbriefe, deshalb weiß ich das. Ja, das war richtig. Es ist offen. Hier ist ein Ordner mit der Aufschrift M-A-S-K-E-N. Der sieht wichtig aus. Wir können ihn später ansehen. Schnapp ihn dir und dann raus hier. Nachdem die drei Detektive erfolgreich den Ordner besorgt hatten, riefen sie Morten an. Er sollte Kommissar Kalli in der Polizeizentrale abholen und dann zu ihnen kommen. Mit einer deutlichen Verspätung fuhr er vor. Na endlich, wieso hat das denn so lange gedauert? Ja, wir frieren uns hier den Arsch ab. Sorry Jungs, ich hatte mal wieder noch was Geschäftliches zu erledigen und dann gab's da auch noch Probleme mit diesem verfluchten Rollstuhl. Hey, das ist ein cooles Gefährt. So was kannst du, Maske, dir doch überhaupt nicht leisten. Sehr gut. Los, steigt ein. Puh, sehr gut. Frau Winkler ist nicht mit an Bord. Das sind ja ganz neue Töne von dir. Peter ist sein Auftreten wohl im Nachhinein doch etwas peinlich. Ja, irgendwie schon. Das sollte es auch. Ja, komm, hör auf mit der Alten. Frau Winkler, wenn ich das schon höre. Die dämliche Mulle hat doch tatsächlich Beschwerde bei ihrer Frauenbeauftragten über mich eingereicht, weil ich angeblich frauenfeindlich bin. Nein. Ja, sicher hat sie das. Und ich habe keinen Bock, wegen so einer Kampflesbe schon wieder versetzt zu werden. Also, wir müssen unbedingt diesen Fall klären. Was steht in dem Ordner und wo müssen wir hin? Moment, Justus, mach mal das Licht an. Susi Crime, Martin Löschen, Dennis Inge Schulz, Christian Schön, Jens Grabo, Hengame Jagobi Farah. Mann, das ist ja gar nicht alphabetisch. Ruhig, Dritter. Bob und sein Ordnungszwang. Katharina Reichert. Moment, war das nicht der Typ im roten Kleid aus der Dönerbude? Ja, war er. Ach, bei dem wundert es mich nicht, dass er da drin war. Wieso haben die den denn da wieder rausgelassen? Ist doch egal, Justus. Den suchen wir bestimmt nicht. Bob, mach weiter. Ja, ja. Hanna Dette. Ha, wegen Exhibitionismus und Nymphomanie. Peter, die wäre doch was für dich. Ach, lass mich doch bitte in Ruhe mit dem Scheiß. Sorry, ich dachte nur wegen Karma-Punkte sammeln und so. Lukas Heil. Nein, der kann es nicht sein. Da steht ja noch gar nichts. Ist wohl doch nicht aufgenommen worden. Hier, Mimam Baraka. Der muss es sein. Stimmt die Patientennummer überein? Ja, Volltreffer. Und was steht da? Los, erzähl schon. Also, was haben wir denn hier? Er hat sich wohl selbst nach Anraten seines Psychiaters in die Forensik einweisen lassen. Oh, diese Selbstreflexion besitzt nur wenige Masken. Das war Ende Mai 2017 und er blieb 4 Wochen. Hier ist ja auch die ärztliche Stellungnahme.
Diagnostisch besteht bei Herrn Baracke eine Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis, am ehesten einer paranoiden Schizophrenie, ICD-10-F20.0 entsprechend. Klinisch imponieren... Bob, wir brauchen die Adresse. Ja, hier steht sie doch. Wir müssen in den Bezirk Tempelhof. Oh, hier steht außerdem, dass es wohl schon einmal einen SEK-Einsatz bei ihm zu Hause gab. Dann ist er wirklich gefährlich. Wir müssen uns beeilen. Morten, du bist zwar eine Maske und ich wäre ohne euch wahrscheinlich besser dran, aber für diese eine Fahrt ernenne ich sie zu meinem persönlichen polizeilichen Aushilfschauffeur. Zur Sicherheit bringe ich noch die mobile Sirene am Autodach an. Ey, cool. Ja, komm, fahr los, Junge. Du kannst nachher deine Mama anrufen und dir davon erzählen. Boah! Getrollt wird nett, fickt euch, getrollt wird nett, wer trollt, fliegt. Legt mich am Arsch, fickt euch, fickt euch. So, näher kommen wir hier nicht ran. Hier ist eine Baustelle vor dem Haus. Kein Problem, wir gehen das letzte Stück. Oder rollen. Danke für die Ergänzung, du Schlaumeier. Stets zu Diensten. Hier sind ja schon die Klingeln. Wie war der Name noch gleich? Baraka, scheint so ein Nafri zu sein. Da klebt ja ein Zettel. Auf dem steht, Mimon, du kranker Bastard. Wir sind überall. Grüße von der NWO. Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Es gibt keine fucking NWO. Bitte achte auf deine vulgäre Ausdrucksweise, du alter Skeptiker. Langsam glaube ich nämlich auch das, was an der Sache dran ist. Ich würde sagen, wir klingeln einfach mal. Mädel, wer ist da? Mädel, wir sind vom Pierre-Vogel-Gymnasium und schreiben einen Bericht über Herrn Mimon Baraka. Sind wir richtig? Da sind Sie richtig. Er dreht aber gerade ein Video. Sein letztes. Könnten wir da vielleicht dabei sein? Ich bin sicher, er hätte nichts dagegen, wenn diese NWO-Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Ich kann ihn jetzt nicht fragen. Er wird immer so böse, wenn ich ihn unterbreche. Ach, kommt einfach hoch. Das war ja einfach. Gehen wir hoch. Haben die Pappnasen hier denn keinen Aufzug? Sieht nicht so aus. Sollen wir sie tragen, Kalli? Ja, das hättest du wohl gerne. Die Genugtuung, den verkrüppelten Zwerg die Treppe hochzutragen. Niemals. Geht alleine rauf. Stellt ganz vorsichtig Fragen und kommt wieder runter. Keine Eskalation. Habt ihr verstanden? Bei uns doch nicht, Herr Kommissar. Wo denken Sie hin? Kommt rein, ihr Lieben. Vielen Dank. Wir wollten auch nicht lange stören. Sind Sie die Gattin? Ach, du Schmeichler. Ich bin seine Mutter. Wir hätten Ihrem Sohn nur gern ein paar Fragen gestellt. Dann müsst ihr kurz warten. Wie gesagt, er regt sich immer so auf, wenn man ihn beim Drehen stört. Und gerade heute ist das doch so wichtig, wo es sein wirklich, wirklich letztes Video ist. Haben Sie irgendwelche Haustiere hier? Ich bin allergisch. Was ist das für ein Krach? Mutter? So viel zum Thema nicht eskalieren. Mutter, ich sagte doch ausdrücklich. Wer ist das? Was tut ihr hier in meiner Wohnung? Beruhige dich, Junge. Das sind Schüler und sie wollen einen Artikel über dich verfassen. Und das glaubst du ihnen? Sie könnten genauso gut NWO-Agenten sein und du lässt sie hier auf unseren Grund und Boden. Ich warne euch, ich werde euch Schaden zufügen, real, physisch, bei Gott! Er zieht eine Machete! Nein, eine Pistole! Nein, ein Taschenmesser? Das ist ein Schweizer Taschenmesser, was legitim ist. Damit kann man auch wunderschöne Wunden machen oder die Augen ausstechen oder die Kehle durchschneiden. Der macht mir langsam Angst. Unternimm doch was, Justus. Herr Baraka, ja, Sie haben recht, wir sind keine Reporter. Wir sind Detektive, aber wir wollen Ihnen nichts Böses. Könnt ihr das auch beweisen? Ja, hier ist unsere Karte.
Nordic Walking Organisation. Oh, Verzeihung, ich habe Ihnen die Clubkarte meines Nordic Walking Vereins gegeben. Nordic Walking Organisation. Da ist es schon wieder. NWO, jetzt habe ich euch endlich. Kommt auf uns zu. Warum hilft uns denn keiner? Schnapp sie dir, Junge. Keine Bewegung und das. Polizei hier. Kalli! Er kommt mit dem Aufzug der Baustelle zum Fenster raufgefahren. Kommissar, Vorsicht, er hat ein Messer. Nimm das sofort runter oder ich verklag dich. Ich ergebe mich. Ihr habt gewonnen. Ich unterwerfe mich der NWO und werde ihr Sklave sein. Aber bitte tut mir und meiner armen, kranken, betagten Mutter nichts. Ich bin von der Polizei und nicht anderswohl. Mimon, es ist wahr. Wir sind wirklich Detektive. Und zumindest einige von uns zweifeln die Existenz dieser NWO ernsthaft an. Haben Sie denn irgendwelche handfesten Beweise, die Sie vorlegen können? Wir haben den Zettel, Peter. Aber den können doch auch ein paar Schulkinder geschrieben haben. Die sind schlau. Die hinterlassen keine Beweise. Nur Indizien, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Oh Gott, was war das? Das kam von draußen. Von da unten wurde auf Mimons Fenster geschossen. Die hätten mich fast erwischt. Haben Sie das Auto gesehen, Kalli? Na klar konnte ich das, ein weißer Lieferwagen. Und das Kennzeichen konnte ich auch erkennen. Ich gebe umgehend eine Fahndung nach dem Wagen raus. Gehen wir schnell zum Rolls-Royce. Falls der Lieferwagen gefunden wird, müssen wir schnell dort sein. Wir treffen uns unten. Ich komme auch mit. Es muss jetzt enden. Mutter, du bleibst hier. Das ist zu gefährlich. Okay. Parke mal besser eine Straße entfernt, damit wir keine Aufmerksamkeit erregen. Hier wurde der Transporter also gesichtet? Ja sicher, die Adresse haben mir doch meine Kollegen durchgegeben. Aber das ist doch der Antalya-Grill. Und den Transporter erkenne ich auch wieder. Er stand vor dem Blumenladen, neben Schrachaks Plakat. Es passt alles zusammen. Hier ist also die Zentrale der NWO. Ich wusste es. Ich bin nicht verrückt. Sie wollten uns mit einem Taschenmesser ausweiden. Ein wenig verrückt finde ich das schon. Genug geredet, jetzt rein da. Alles klar, Frauen und Behinderte zuerst. Keine Bewegung und das, Polizei. Jetzt reicht es. Wir haben euch, ihr kranken Schweine. Ihr habt mich doch beim Finanzamt verpfiffen, ihr dreckigen Zinker. Deswegen sind wir nicht hier. Ihre geheimen Machenschaften sind aufgeflogen. Sie haben diesen armen Mann in den Wahnsinn getrieben. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ist das Ihr Lieferwagen vor der Tür? Aber sicher, wir bieten auch einen Catering-Service an. Catering-Service? Liefern Sie auch Kugeln direkt bis ins Wohnzimmer? Wie meinen Sie das? Zwei Schüsse wurden aus Ihrem Lieferwagen auf meine Wohnung abgegeben. Die Fensterscheibe wurde völlig zerstört. Und wenn Kalli nicht so ein kleines Ziel wäre, hätten Sie ihn bestimmt auch verletzt. Hey, pass bloß auf, du. Da liegt ein Irrtum vor. Gerade heute Abend sind unserem Lieferanten zwei Sektflaschen heruntergefallen und die Korken schossen in den Himmel. Der Fahrer ist noch neu und ist wohl erschrocken direkt weggefahren. Und was hat Ihr Lieferwagen vor dem Blumengeschäft von Frau Chefrat gemacht? Gina ist eine unserer besten Kundinnen. Aus irgendeinem Grund hat es ihr unsere Spezialität anatolischer Rettich am Stück sehr angetan. Aber heißt das, ich habe mir das alles nur eingebildet? Ich kann Ihnen versichern, niemand hat die Absicht, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten. Das klingt für mich alles logisch und in sich schlüssig und das. Vielleicht sollte ich mich doch eine Weile in die Forensik zurückbegeben, um ein wenig Ruhe zu bekommen. Ich denke, das wäre für alle das Beste. Warum essen wir nicht in Ruhe zusammen etwas und freuen uns über das glimpfliche Ende dieser Geschichte? Tolle Idee. Machen Sie diesen überbackenen Döner noch? Aber natürlich. Für mich bitte eine Buttermilch. Ich würde gerne mal diesen Rettich probieren, von dem Sie gesprochen haben. Ach Junge, du kannst auch gerne von meinem Rettich kosten. Katrina, ich bin raus hier. Ich habe auch gar keinen Hunger mehr. Sehr lustig.
Dies ist der Anrufbeantworter von Justus, Peter und Bob. Die drei Fragezeichen. Wir sind gerade nicht erreichbar, aber hinterlassen Sie uns doch eine Nachricht. Wir haben euch im Visier. Steckt eure Nase nicht in Angelegenheiten, die zu groß für euch sind. Wir sind überall. Das war knapp. Fast wären sie uns auf die Schliche gekommen. Es tut mir leid, Meister. Unser Agent hat vorschnell gehandelt. Und die ganze Operation zerstört. Zuerst der Vorfall in Emskirchen und jetzt das. Die Bengel fangen langsam an, ein Problem zu werden. Den Antalya-Grill können wir wohl wieder dicht machen. Ich bin es langsam leid, dass diese Schnüffler unsere Pläne durchkreuzen. Ich habe bereits ein neues Ziel im Raum Leipzig ausgemacht. Ein ebenfalls arbeitsloser Eisenbahnliebhaber. Diesmal werden wir nicht versagen. Ausgezeichnet. Ja.